So, Friends, ich habe gerade mein Jahresabschlussvideo gefilmt, denn heute ist der 30.12. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video zu sehen bekommt. Wir haben drei Best-of-Videos miteinander durchgemacht und jetzt ist es Zeit, mal richtig vom Leder zu ziehen und deswegen geht es heute um die schlechtesten Produkte aus 2021. Also, so gut echt einiges in 2021 war, ich habe hier eine volle Kiste mit Make-up-Produkten und anderen Sachen, die ich wirklich nicht besonders gut fand. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei seid. Wer Bock hat auf eine extra lange Pöbelsendung und nicht nur Make-up-Produkte, die ich roasten werde, stay tuned, because this is the video for you. Falls ihr neu hier seid, hi, ich bin Kati und so gerne ich auch nett über Produkte spreche, ist es mir auch ein Anliegen, über Produkte zu sprechen, die mir nicht gefallen haben. Und da ich vor diesen Videos immer einen Disclaimer machen möchte, Disclaimer, Viewer Discretion is advised. Für alle Gabis und Gundulus da draußen, Leute, wenn ich hier Produkte zeige, die ihr super classy findet, ja, wenn ihr die top findet, wenn das für euch funktioniert, dann freue ich mich für euch, you do you. Aber die Produkte haben aus verschiedensten Gründen für mich gegebenenfalls nicht funktioniert. Ich werde euch auch erklären, warum. Das kann daran liegen, dass mein Hauttyp einfach nicht dafür geeignet war. Es kann daran liegen, dass die Performance für mich nicht in Ordnung war. Es kann daran liegen, dass zum Beispiel das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich nicht in Ordnung war. Oder. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, warum diese Produkte mir nicht gefallen. Aber ich habe immer einen guten Grund. Und deswegen würde ich sagen, damit das Intro nicht länger wird als das Video, würde ich sagen, let's go mit dem Video. Es wird übrigens in diesem Video, wie gesagt, nicht nur Make-up-Produkte und Skincare-Produkte geben, sondern ich habe hier auch ein paar Duftkerzen stehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt Duftkerzen, die ich scheiße finde. Kommt selten vor, aber ich habe hier ein paar stehen. Fangen wir allerdings doch mit den Make-up-Sachen an. Und damit möchte ich mit einer Sache beginnen, die für ein klein bisschen Furore gesorgt hat, auf meinem Kanal als auch generell. Und zwar Beauty Mails. Wie schön, dass wir da nochmal drüber sprechen. Beauty Mails hat mich angeschrieben und wollte gerne mit mir zusammenarbeiten. Und ich kannte die Marke von Maxims Kanal, der seit Jahren mit denen zusammenarbeitet und die Produkte sehr, 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 sehr gerne mag. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich würde mir gerne was von euch zuschicken lassen, aber habe selber auch gesagt, ich möchte erstmal selber gucken, ob die Produkte für mich funktionieren, bevor ich dann sage, ja, ich habe einen Code mit euch und den gebe ich an euch dann raus. Ich habe also eine dreiwöchige Review gemacht, denn ich habe mir zwei Produkte zuschicken lassen. Einmal den Pore Minimizer Booster, der Poren vermindern soll. Und einmal die Hyaluroncreme Lift 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut. Also das ist ein Moisturizer und das hier soll die Poren verfeinern. Das habe ich, wie gesagt, 3 Wochen getestet, denn es verspricht nach Anwendung innerhalb von 14 Tagen eine Minimierung der Poren. And girl, it just wasn't it. Ich lasse euch auf jeden Fall die lange Review nochmal unten, falls ihr euch die anschauen möchtet. Die Creme ist an sich ganz gut, muss man sagen, aber ist einfach ein ziemlich durchschnittlicher Moisturizer. Das heißt, das ist nicht irgendwie was besonders wow, was irgendwie meine Hautpflege revolutioniert hat und oder sonstiges. Kann man ähnlich sagen zum Milk Make-up Vegan Moisturizer, nur dass der halt wirklich was tut und der wirklich reichhaltig ist und der keine Duftstoffe hat und. Also den mag ich deutlich lieber. Deswegen, den habe ich noch eine Zeit lang weiter benutzt, aber ich habe es auch nicht aufgebraucht. Also wie ihr sehen könnt, ich habe dann einfach irgendwann meine normale Hautpflege weiter benutzt. Ja, hat mich halt nicht so überzeugt. Und das hier war so ein Ding, da ist ja allein der Claim schon ziemlich schwierig, denn mindert vergrößerte Poren, das kann nicht funktionieren. Poren sind genetisch bedingt festgelegt, also deren Größe. Wenn man also vergrößerte Poren hat neben der Nase, so wie ich, dann kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass die Poren kleiner aussehen, aber man kann sie nicht kleiner machen, also sind nicht wirklich physisch anders davon, indem man zum Beispiel Exfoliator benutzt oder auch Peelings benutzt, die halt die Haut besonders reinhalten. Dadurch sehen die Poren dann natürlich auch kleiner aus. Oder indem man Pore Filling Primer benutzt, und das habe ich ja auch immer gemacht, also Milk Make-up oder den Catrice Putty Grip Primer. Und da, das hier hat halt versprochen, dass es das generell macht, und es ist einfach nicht der Fall. So, sorry. Ich habe das Ding 3 Wochen lang genauso angewendet, jeden Tag, wie ich das sollte. Es hat einfach nichts verändert, weil es nichts verändern kann, was es verspricht. Und dementsprechend hatte ich mich dagegen entschlossen, mit Beauty Mates zusammenzuarbeiten. Und ich habe mich ein bisschen gefürchtet vor dem Tag, an dem ich das Video hochlade, weil ich von Beauty Mates eigentlich sehr viel Gutes gehört habe und war dann sehr überrascht zu lesen, dass ihr alle auch findet, dass die gar nicht so geil sind, die Produkte. Also manche haben gesagt, hey, manche Produkte funktionieren für mich gut, aber sehr, sehr viele haben mir zugestimmt, dass es vor allem bei dem Porenbooster oder Porenminimizer auf jeden Fall nicht der Fall ist und auch, dass der Claim eben falsch ist einfach oder beziehungsweise einfach falsch formuliert ist. Denn man kann natürlich sagen, vermindert optisch die Poren, aber das steht halt eben nicht drauf, sondern es steht vermindert
Poren. Also das ist halt einfach ein Unterschied, finde ich. Und dementsprechend auch für mich auf jeden Fall, das hier ist ein stabiles Basisprodukt. Allerdings sind die Preise von denen auch so darauf ausgelegt, dass das Influencer-Marketing mit 30% Rabatt runter sozusagen immer noch Gewinn für die abwirft. Ist für mich keine schöne Werbemethode, muss ich sagen. Und dementsprechend auf jeden Fall ein Worst-Off von diesem Jahr. I'm so not sorry to say this. Kommen wir zur Kategorie Primer. Da haben wir auch zwei wunderbare Schätzchen. Also, Be Perfect Cosmetics, der Perfection Primer in Silky Matt. Also, dieses Zeug ist so unglaublich silikonig. Ich zeige euch das nochmal. Also, das besteht einfach aus Dimethicone. Könnt ihr das sehen? Das ist so eine kleine durchsichtige Wurst. Und wenn man das so aufträgt, dann hinterlässt das so einen ganz krassen Film auf der Haut. Und das tut, was es sagt, im rein optischen Sinne. Nämlich, das verstopft dann halt die Poren und dann sieht es halt glatter aus. Und es fühlt sich halt auch silky an, weil das so Dimethicone ist. Und das Problem damit ist, egal wie viel ich davon benutzt habe, den einen Tag habe ich sehr viel benutzt, so wie ich das normalerweise mit so einem Pore-Minimizing Primer machen würde. Das hat sich komplett abgerollt. Als auch am nächsten Tag mit der anderen Foundation, wo ich extra weniger benutzt habe. Am Anfang denkt man, wow, cooler Effekt und so weiter. Wenn das dann antrocknet und man dann nochmal rüber geht, versuch mal euch das zu zeigen. Also und ich habe jetzt nur den Primer drauf. Ich glaube, das kann man nicht sehen. Dammit. Ich lasse es mal runter trocknen und versuche gleich euch das nochmal mit der Foundation zu zeigen. Auf jeden Fall hat sich das ganz krass abgerollt, war überhaupt nichts und fühlte sich auch, ja, also es fühlt sich sehr schwer auf der Haut an. Fand ich ganz, ganz furchtbar und sorry, man kann viele Primer irgendwie noch dazu bringen, dass sie gut funktionieren, aber den leider nein. Als nächstes von Elf, der Hydrating Face Primer. Und wenn ihr jetzt mal vergleicht, wie der andere aussah und wie dieser hier aussah, könnt ihr auch hieran schon erkennen, auch dass auch hier, dass der sehr silikonig ist und das soll ein Hydrating Face Primer sein und das ist er einfach nicht. Also der tut nichts für den Moisture-Effekt an eurem Gesicht. Nada, niente, nullo. Ich hatte von Elf Cosmetics außerdem noch einen anderen Primer in meiner Elf Cosmetics Review. Die lasse ich euch gerne unten. Ich weiß schon nicht mehr, welcher Primer das war, weil ich den sofort weggeschmissen habe. Der hat so gestunken, als würde ich mir 100%iges Teebaumöl ins Gesicht schmieren. Also das war wirklich ganz unangenehm. Meine Augen haben getränt und so weiter und so fort. Und bei dem ist es halt so, der sagt, er ist ein Hydrating Face Primer. Aber im Endeffekt ist da ganz, also erste Ingredient ist Dimethicone. Macht also genau das gleiche wie der hier für mich, nämlich nix. Und ja, also Hydrating ist daran nichts. Von daher, die beiden kommen auf jeden Fall weg. Oh, ich kann endlich die ganzen Sachen wegschmeißen. Ist fast so geil wie bei einem Empties. Ein weiterer Primer, den ich glaube ich letztes Jahr schon gezeigt habe. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen zeige ich ihn einfach nochmal. Von Milk, der Hydro Grip Primer. Ihr könnt sehen, wie wenig ich davon benutzt habe. Der soll ja super so grippy sein. Also der soll dafür sorgen, dass das Make-up länger hält, weil die Base darauf sozusagen so festgeklebt wird. Und das ist an sich in der Theorie ja eine ganz coole Idee und ich kenne auch viele Leute, die den absolut gefeiert haben und den immer noch total mögen. Für mich ging das überhaupt nicht, weil bei mir hat sich die Foundation darauf fleckig aufgetragen. Also wenn ich den benutzt habe, egal ob ich wenig oder viel benutzt habe, und man muss dazu sagen, ich liebe Make-up-Produkte, also ich habe wirklich, wirklich versucht to make it work and it didn't, hat es einfach dazu geführt, dass zum Beispiel da, wo ich mit dem Finger so die Foundation aufgetragen habe, dass da immer mehr Pigment angesammelt war, als wenn ich dann drüber gegangen bin in den anderen Stellen mit dem Beauty Blender. Das habe ich sonst bei keinem Primer gehabt und so cool das Prinzip an sich auch ist, it just wasn't it. Oh mein Gott, ich habe noch einen Primer. I'm so sorry. Janine, ich muss mich an dieser Stelle bei dir entschuldigen. Ich weiß gar nicht, ob ich den letztes Jahr auch schon gezeigt habe, aber ich habe mir von Smashbox den Photo Finish Primerizer geholt, weil Janine vom Kanal bei Janine darüber so geschwärmt hat. Der ist ja von Smashbox und der hat so eine sehr flüssige Textur und das ist auch einer, wo man auch merkt, ja, der tut was für die Haut. Also der ist tatsächlich hydrating. Ich habe auch, wie gesagt, also man sieht, so viel habe ich davon aufgebraucht. Also ich habe es wirklich ein paar Mal versucht, aber er tut einfach nicht genau das, was ich mir gewünscht hätte, nämlich richtig reichhaltige Pflege nochmal mit reinzugeben. Denn bei meiner trockenen Haut ist es so, auch wenn ich einen reichhaltigen Moisturizer als Pflege auftrage, brauche ich trotzdem meistens nochmal mindestens einen gut pflegenden Moisturizer. Und der hier war mir einfach nicht genug. Und ich weiß, Janine liebt den über alles und sagt, der funktioniert für ihre Haut richtig super, aber not for me, girl, so sorry. Noch ein Primer. Meine Güte, habe ich dieses Jahr nur Primer ausprobiert oder was? Okay, I'm so sorry, aber ich bin wirklich picky, was Primer angeht. Und zwar habe ich von Elf hier noch den Luminous Putty Primer. Elf, do better. Ihr habt so geile Produkte. Also warum macht ihr nicht gar geile Primer? Und der Luminous Putty Primer ist einfach, also ich sah, nachdem ich den Luminous Putty Primer aufgetragen habe, einfach aus wie so eine goldene Form von einem Tin Man. Denn das ist eigentlich wie, eher wie ein Highlighter. Also da sind ganz viele so Pearl-Shine-Reflexe drin, könnt ihr das sehen? Also man könnte das eigentlich als Highlighter benutzen. Das ist für mich kein Luminous Primer, das ist halt ein
Creamy Highlighter. Die Putty Primer sind ja eigentlich dafür gedacht, dass man halt so die vergrößerten Poren dadurch optisch minimieren kann. Und deswegen macht es für mich auch überhaupt keinen Sinn, warum eine Luminous Version davon rauskommen sollte. Denn alles, was eher luminous und dewy ist, zieht ja das Licht sozusagen noch ein bisschen mehr an und der Blick geht zuerst da drauf. Und ich möchte nicht neben meiner Nase sweaty aussehen. Also, wisst ihr, was ich meine? Und das hier war einfach auch so krass glitzerig. Könnt ihr das sehen? Das ist ein Highlighter. Also das kann man einfach nicht als Putty Primer bezeichnen. Also die Konsistenz kann man als Putty Primer bezeichnen, aber das, was es macht, no. Absolutely not. Als nächstes kommen wir zu einer Foundation und das war die Meet Your Hue Medium to Full Coverage Foundation von Dose of Colors. Dazu muss man sagen, an sich ist die Foundation nicht schlecht, also die Performance dieser Foundation ist gut, aber das Problem für mich dabei war, dass es einfach eine Foundation ist, die für meinen Hauttypen nicht passt. Also ich habe ja wie gesagt eine trockene Haut, bin hier so ein bisschen ölig in der T-Zone und ich hatte mich so darauf gefreut, dass Dose of Colors endlich in Deutschland rauskommt und weil Shenya gesagt hat, dass die Meet Your Hue Foundation für sie so gut funktioniert, habe ich dann auch gedacht, ach geil, die wird für mich bestimmt auch funktionieren, weil Shenya hat auch trockene und sehr, sehr sensible Haut. Ich hatte sie in zwei Farben. Ich habe jetzt noch die Farbe Light hier und ich swatch das jetzt mal eben auf diesem... Vielleicht kann man es jetzt auch schon sehen. Ich weiß es nicht. Also wenn ich hier rüber gehe... Nee, man kann es nicht sehen. Damn it! Mal gucken. Also auf jeden Fall habe ich hier noch die Farbe Light 109. Die ist einfach zu trocken. Und da war ich sehr, sehr erstaunt drüber. Also die Coverage ist toll. Also sie ist wirklich medium to full, muss man dazu einfach sagen. Richtig schöne Farben, also große Shade Range mit dabei. Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Aber sie sitzt auch auf meiner Haut einfach nicht gut, weil ich eben selber trockene Haut habe. Ist dafür aber extrem long lasting, muss man dazu sagen. Also klar, alle Foundations, die eher in die mattere Richtung gehen, sind so. Vielleicht könnt ihr es jetzt auf meiner Haut schon sehen. Es gibt ein sehr unebenes Hautbild. Das liegt allerdings nicht an der Foundation, sondern eben daran, dass da drunter dieser Dimethicone Primer ist. Ja, da geht's schon los, alles klar. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Und zwar, wenn man halt versucht, die Foundation einzuarbeiten, ich glaube von, also hier kann man einmal sehen, hier ist so Bare Skin, da ist die Foundation und da in der Mitte, wo ich öfter drüber getupft habe, blendet es sich weg. Da sind jetzt auch so kleine Krümelchen und so gesehen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die Einblendung aus dem Video noch finde, von dem Be Perfect Primer, weil das habe ich da auf jeden Fall einmal auch noch gezeigt. Fand ich ganz schlimm. Ich musste danach auch definitiv meinen Schwamm auswaschen, weil das hat sich dann beim nächsten Mal auch fortgesetzt, weil natürlich auch Primer damit reingekommen ist. Deswegen der Be Perfect Cosmetics Primer, absolute Nicht-Empfehlung. Und für mich auf jeden Fall die Dose of Colors Foundation. Es ist halt einfach nicht für meine Haut geeignet. Shenya, falls du die haben möchtest, sag Bescheid. Ich schenke sie dir sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob die Farbe vielleicht zu dunkel für dich ist, aber sag mir auf jeden Fall gerne Bescheid, dann verschenke ich sie gerne an dich. Kommen wir zu Puder und da werde ich jetzt etwas sagen. Ich habe übrigens ein Sticky drauf geklebt, was wahrscheinlich viele Leute sehr traurig macht. Und zwar Hourglass Ambient Lighting Palette habe ich mir gekauft. Sau teuer der Spaß. Drei Puder sind da drin und die sollen ja so ein Magic Finish haben. Wow, it's so special, bla bla bla. Und hier steht schon an Jess geschickt, also Jess Luck bzw. Jess von Timan. Ihr habe ich die geschickt, weil sie liebt diese Puder. Und ich kenne so viele aus der Beauty-Community, die sagen, oh mein Gott, die besten Puder meines Lebens, wow, sah nie so gut aus, ne? Can't relate. Diese Puder haben nichts für mich gemacht, genau nichts. Und ich finde es so dreist, ich habe, wie gesagt, nur noch dieses Packaging, um mich dran zu erinnern, darüber zu sprechen. Ich habe jetzt halt nicht mehr das Packaging selber und die Puder selber, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, weil ich wollte es an Jess schenken und dementsprechend... Sie sind alle sehr pudrig. Also ich meine, dass Puder pudrig ist, macht ja Sinn. Aber sie sind sehr trocken, muss man dazu sagen. Das ist bei manchen Pudern auch völlig in Ordnung. Bei solchen Pudern, die sozusagen als Topper-Puder noch geeignet sind, also die man zum Beispiel noch für einen Blush benutzen kann oder so einen Blush-Light-Effekt und so, sind die okay, aber nicht für, keine Ahnung, 68 Euro oder was auch immer ich für diese Palette bezahlt habe. Wie gesagt, ich habe mich darüber so geärgert, dass ich mir die gekauft habe, nachdem ich da monatelang drauf gegeiert habe und immer gesagt habe, ich muss mir die irgendwann holen, weil alle raven davon und so. Nope, can't relate, don't like them, viel zu überteuert. Und man muss sagen, dass das Packaging so billow ist von Hourglass. Ihr müsst mal, wenn ihr einen Sephora Counter Store oder auch einen Flagship Store, wie auch immer, in der Nähe habt, geht mal rein und nehmt mal eine dieser Paletten hoch. Erstens, die sind nur so klein, also, ich meine, das ist das Packaging, ja, das ist noch ein bisschen kleiner da drin, obviously. Nehmt das mal hoch und haltet das mal nur in der Hand. Es fühlt sich so billig an, es ist also wirklich, ich finde das so, ich finde das fürchterlich. Mir haben einige unter meinen vorletzten Anti-Haul oder so geschrieben, dass es jetzt metallenes Packaging gibt bei den großen Paletten. Also sie haben ja auch solche 5er, 6er und ich glaube 8er Paletten oder so mittlerweile. Und die sollen jetzt mit metallenem Packaging sein. Good for you, aber ganz ehrlich, die alten mit Plastik,
Dafür bezahlt man so viel Geld. Es ist, also bei Hourglass bezahlt man halt genauso wie bei Chanel, Gucci, Dior und so weiter, bezahlt man halt einfach den Namen mit. Es ist einfach unverständlich. Ah ja, und dann kann ich auch gleich noch reinschmeißen. Ich habe die Produkte nicht mal ausprobiert und kann ich trotzdem sagen, es ist ein Worst of 2021, weil die Audacity of these prices. Also Hourglass, das hier ist schon teuer, ja? Das finde ich schon unverschämt. Aber die haben ja auch noch Lidschatten rausgebracht und haben dann diese 5er Lidschattenpaletten für über 100 Euro verkauft oder 100 Dollar. 140 Dollar oder so kosteten die dann für 5 Eyeshadows. Ich sag ja schon, dass die Cutting Edge Palette von Dose of Colors mir eigentlich zu teuer ist für 32 Euro für 5 Shadows. Aber die performen wenigstens gut. Aber what the fuck? Wie kann man sich denn... Also würfeln die diese Zahlen, diese Preise? Ich verstehe das nicht. Na und auf jeden Fall deshalb für mich absolut pass on me on that. Ich fand die absolut überbewertet, absolut überteuert. Cannot not recommend enough. Also, ja, wenn ihr damit gute Erfahrungen habt, good for you, honey. Can't relate. Ein Produkt, das mich so traurig gemacht hat, dass es mich enttäuscht hat, war von Luna Beauty. Ja, ich weiß, ich bin ein Luna Beauty Stan-Account at this point. Wobei die sich in letzter Zeit auch ein paar Sachen geleistet haben, die nicht so cool waren. Mal gucken, ob ich darüber im Januar noch ein Video mache oder so. Mal gucken, weiß ich noch nicht so genau. Und die haben ja Lashes rausgebracht. Und das Packaging wieder plus eins. Das hier ist der Style Nova. Den hatte ich versucht, mir zuzuschneiden und so weiter und so fort. Und ich fand die ganz fürchterlich, um mit denen zu arbeiten. Also davon ab, dass ich auch finde, dass die nicht halb so schön aussehen wie meine Lashes von Avilia Lashes. Moment, ich zeige euch mal eben ein paar. So, sorry. Die hier habe ich einmal getragen, okay? Einmal. Die hier habe ich 25 Mal getragen und die sind trotzdem immer noch schöner, ja? Also sorry, aber Faux Mink, vegan, cruelty-free und Luna Beauty, schönes Packaging, hin und her, cannot recommend. Ich fand, dass das Bändchen, dafür, dass es eigentlich sehr, sehr dünn ist, das muss man dazu sagen, ich habe das Bändchen gesehen und dachte, ah cool, damit kann man bestimmt cool arbeiten. Nee, hat sich nicht gut den Augen angepasst, obwohl ich die Wimpern auch noch bewegt habe und so weiter. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so Newbie, was Wimpern aufkleben angeht. Und ich fand keinen der Styles wirklich schön. Und muss deshalb einfach sagen, für mich ein Worst-of, obwohl ich sonst echt so viele Sachen von Luna Beauty in mein Best-of-High-End-Make-up gepackt habe. Aber das hier, ne, absolut Lina. Um noch ein bisschen Pep reinzubringen, zeige ich jetzt einmal kurz was zum Thema Duftkerzen. Danach geht es wieder weiter mit Skincare und auch noch weiteren Make-up-Produkten. Und zwar habe ich einmal eine Kerze tatsächlich von Woodwick, die ich ganz furchtbar finde. Die hat Tima mir zugeschickt. No offense, ihr Lieben, ihr habt sonst immer einen super Geschmack. Aber das hier ist die Chili Pepper Gelato von Woodwick. Und Chili Pepper Gelato heißt ja im Endeffekt, Gelato ist ja italienisch für Eiscreme. Wie soll ich das beschreiben? Ich habe gerade nochmal dran geraucht, das sollte ich nicht tun. Das riecht wie scharfes Tomatenmark mit sehr viel schwarzem Pfeffer. Wer möchte so eine Duftkerze zu Hause? Also ich kann verstehen, dass nicht alle Menschen für sehr intensive Düfte zu haben sind, sehr süße Düfte. Ich mag das ja auch nicht, ich mag ja auch lieber freshere Sachen. Aber warum möchte ich denn, dass mein Zuhause, anstatt wohlig warm und nach Vanille oder sonst irgendwas zu riechen, nach Chili Pepper riecht? Dann koche ich mir doch ein Chili, dann brauche ich doch keine... Also ganz ehrlich, also diese Duftkerze, ich habe die aufgemacht, ich mache die jetzt nicht nochmal auf. Das ist für mich wirklich eine Kerze, wo ich sage, die ist fürchterlich. Ich habe die nicht angezündet. Wenn ihr die gerne haben möchtet, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Hey, ich möchte gerne die Chili Pepper Gelato, dann schicke ich euch die zu. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, wie auch immer. Bin froh, wenn ich die los bin. Ich bin auch nicht dafür, Produkte komplett wegzuwerfen, wenn sie noch nicht benutzt sind und so weiter. Deswegen kann ich das hier ja auch weitergeben. Aber wer hat sich diese... Also welcher Manager war denn da besoffen im Labor und hat gedacht, dass das eine gute Idee ist? Also, I don't know. Und dann habe ich hier noch was, was die Gemüter auf jeden Fall spalten wird. Also, sorry in advance, aber das muss ich jetzt wirklich mal loswerden. Ich bin ja generell nicht der Typ, der sagt, nur weil viele Leute dafür werben, heißt es automatisch, dass es ein scheiß Produkt ist oder sonstiges. Aber Ava & May. Ich habe dieses Jahr selber bei Ava & May bestellt, weil auch ich mich immer mal wieder influenzen lasse und so reingesackt werde in diese Werbung und dass das das Beste ist, was man jemals gesehen hat. Und die haben ja auch immer so super krasse Rabatte von, keine Ahnung, jeden Tag ist da auf der Homepage mindestens 40% Rabatt. Die InfluencerInnen haben dann Rabattcodes von 60%, beim Black Friday Sale waren 70% oder so. Also die haben die quasi umsonst über den Balkon geworfen gefühlt. Und ich war so neugierig, denn ich liebe ja Duftkerzen. Ich liebe Yankee Candle, ich liebe Sarabella, ich liebe Woodwick, ich liebe diese ganzen Candle Factory, all diese Sachen, die ich bei Tiemann schon kennengelernt habe.
Und bis auf diese Cherry Pepper Gelato war eigentlich keine dabei, die ich scheiße fand. Ich meine, es gab welche, die nicht meinem Geschmack entsprechen, aber das ist ja noch was anderes, als wenn ich sage, boah, das geht einfach gar nicht, das ist eklig. So wie bei der, I'm so sorry for the slander, but you suck. Und ich habe mich anstecken lassen und damit einen 60% Gutschein bestellt und habe mehrere Kerzen bestellt. Die habe ich jetzt noch nicht angemacht. Ich möchte euch nämlich als allererstes was zeigen. Also, ich finde die Größe an sich echt klasse. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich dafür bezahlt habe, kann ich euch nicht sagen. Aber dieser Deckel hier oben ist das billigste Sperrholz, was ich jemals in meinem Leben in der Hand hatte. Also ich hatte Pressspan in der Hand, der aufwendiger gemacht worden ist als der hier. Da ist dieses billig eingestampfte Zeichen von Ava & May mit drin. Und dann machst du dieses Ding auf und der Geruch knallt dich weg. Und so sehr ich es auch mag, wenn Gerüche intensiv sind. Aber bei diesen Kerzen ist es einfach so, bei denen, die ich schon abgebrannt habe, ich habe mir noch zwei bestellt, dass die unglaublich süß sind. Die sind überwältigend stark. Das empfinde ich nicht mehr als angenehm. Diese habe ich schon gar nicht mehr angezündet. Einfach weil die schon so intensiv und so süß riecht, dass als ich die ausgepackt habe, ich schon wusste, die hat Kopfschmerzpotenzial. Und das liegt eben auch daran, dass die einfach sehr günstig verarbeitet sind. Sorry, aber ihr könnt mir nicht erzählen, wenn ihr jetzt mal davon ab, dass ich die Sorte hier nicht mag, aber guckt euch bitte einfach dieses Holz an. Guckt euch an, wie das gemacht ist, wie das gepresst ist, dass da einfach noch ein Verschluss mit drin ist, damit das wirklich richtig dicht ist. Versus was auch immer das für eine Spanplatte war, die da noch übrig hatten. Die übrigens auch super locker oben drauf sitzt und nicht wirklich was zuhält und sonstiges. Ich fand, dass die Gerüche wirklich overpowering waren, sehr unangenehm. Kann natürlich auch daran liegen, ich hatte drei verschiedene Gerüche. Also das hier ist Strasbourg, France. Die anderen kann euch, weiß ich gar nicht mehr, welche das waren. Aber can't recommend. Also ich muss wirklich einfach sagen, die haben mir nicht gefallen. Für mich eines der Worst-of-Produkte, weil ich davon eben auch Kopfschmerzen bekommen habe. Und sorry, aber ich möchte, dass meine Wohnung gut riecht und nicht, dass mein Kopf weh tut. So, you know what I mean? Deswegen Ava & May, sorry, not sorry, no recommendation for me. Zumindest bei den drei Gerüchen, die ich mir da bestellt hatte. Ich lasse euch unten die Namen, weil ich weiß die schon nicht mehr auswendig. Ich hab's verdrängt. Ich frage mich, wie groß der Shitstorm wird deswegen. Naja, ich habe jetzt diese riesige Ava & May Kerze. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr die haben wollt. Dann kriegt eine Person auf jeden Fall die Kerze, die scheiße riecht und die Kerze, die zwar an sich gut riecht, aber Kopfschmerzen macht. Aber beschwert euch später nicht bei mir. Ich hab euch gewarnt, okay? Kommen wir zu einer Skincare-Sache. Und zwar mag ich No-Make-Up ja an sich sehr gerne. Ich habe von No-Make-Up das Hypersleep 120 Stunden Feuchtigkeitsserum. Benutze ich jeden Tag in meiner Skincare-Routine. Da ist Niacinamid mit drin. Das wirkt Hautbarriere verstärkend. Und ich habe dann gesehen, dass sie auch eine Eye-Cream haben. Und ich hatte euch ja auch mal gefragt, hey, kann mir jemand noch eine Augencreme empfehlen? Dazu muss natürlich gesagt sein, man muss keine Augencreme benutzen. Also die Haut um die Augen ist zwar etwas empfindlicher, weil wir darunter kein Fett und kein Fleisch und auch wenig Muskelgewebe haben. Deswegen ist die halt einfach auch angreifbarer. Aber generell ist es eigentlich die gleiche Struktur der Haut wie im restlichen Gesicht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Man muss sie also nicht extra pflegen, man kann aber. Und da ich um die Augen etwas zu Neurodermitis neige, versuche ich da so ein bisschen gegen anzugehen, indem ich mit reichhaltiger Augencreme dagegen halte. Und ich habe ja nun eine von Kiehl's, dieses Avocado-Treatment. Das ist aber leider nicht cruelty-free. Also alles von Kiehl's ist leider nicht cruelty-free. Naja, und auf jeden Fall hatte mir dann auch jemand geschrieben, ja, No-Make-Up hat gerade diese Augencreme rausgebracht und da ich das andere von denen gut fand, habe ich die gekauft. Es steht mit drauf, your personal caffeine kick in the morning. Also Koffein ist damit drin. Don't do it. Wenn ihr empfindliche Augenpartien habt, please don't do it. Also so gut ich das Hypersleep Serum finde, das fand ich ganz schlimm. Es hat bei mir gebrannt. Also es hat, ich weiß nicht, ob es am Koffein liegt, ob meine Augen dafür einfach zu empfindlich sind. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach sozusagen ein Me-Error ist. Aber für mich hat das nicht gut funktioniert. Es hat gebrannt. Also meine Augen waren danach geschwollen. Ich habe es zweimal versucht, weil manchmal ist es ja auch von Tag zu Tag unterschiedlich, ob die Augen mehr oder weniger gereizt sind, bla 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 bla. Aber nee, es hat zweimal wirklich gar nicht gut funktioniert. Und deswegen wird das jetzt auf jeden Fall entsorgt, weil kann ich leider nicht empfehlen. Ganz im Gegensatz zu dem No-Make-Up-Serum. Dann habe ich hier noch einen Augenbrauenstift und zwar von NYX, den Fill and Fluff Augenbrauenstift. Der hatte eigentlich eine coole Idee, aber die ist leider echt aus dem Ruder gelaufen, wenn man das so sagen will. Da ist oben wie so ein kleiner, so ein richtiger Bürstenkopf dran. Also nicht wie diese normalen Spoolies, die man kennt, sondern ja, man, es war doch mal eine Zeit lang in diese Gesichtsbrushes, die dann so aussahen. Wisst ihr, was ich meine? Und der hat so eine Triangle-Form oben. Also der ist so etwas breiter wie diese eine Anastasia Browis. Ist das der Browis? Ich glaube schon. Ja, ist auch wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Den habe ich in der Farbe Espresso. Und die Farbe an sich ist sehr gut. Den Microbrow Pencil mag ich ja auch sehr gerne von NYX Cosmetics. Aber nichts kommt gegen meinen Brow Divine in Uranus an. Den habe ich natürlich auch wieder drauf. Und ich dachte halt, hey, das ist ja cool, weil dadurch kann man mit, also,
Schnauze, du billige Duftkerze, ehrlich. Moment. Sorry. Ich dachte, damit kann man natürlich super cool durch die Härchen irgendwie kämmen. Man kann die sehr cool in eine Richtung und so weiter. Nein. Das Einzige, was man damit macht, ist das Produkt verschmieren. Also das Produkt so grobflächig zu verteilen, dass man keine Sharp-Ass Brow hat. Und ich weiß, so More Natural Brows sind aktuell wieder in. Ich bin mal wieder 2018 hängen geblieben und so weiter und so fort. Aber ich finde halt einfach, dass eine bestimmte Präzision, gerade hier hinten, wo die Augenbrauen schmaler werden, super wichtig ist. Und ich habe halt zuerst gedacht, dadurch, dass das oben dadurch so oval geformt ist, dachte ich, mit der Spitze könnte man das machen. Kann man nicht. You can't do it. Und mit dem Stift natürlich auch nicht, weil das rundet sich halt so schnell ab, dass man auch mit dieser Spitze, die hier vorne ist, wo man eigentlich denken würde, ja, okay, damit kann man es vielleicht dann... Nein, kann man nicht. Kann man nicht, Leute. Kann man nicht, nein. Von daher, pass for me on that auf jeden Fall. Guter Gedanke, schlechte Umsetzung, so würde ich es vielleicht mal sagen. Dann ein Produkt, das ich kurz erwähnen muss, einfach nur um petty zu sein. Es ist von der Performance wirklich, wirklich gut, muss man dazu sagen. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach bescheuert. Und das habe ich euch auch im High-End-Make-up Best-of gesagt. Und zwar von Fenty Beauty die Cream Blushes. Ich habe den in Strawberry Drip. Super geile Farbe, also für mich auch eine sehr krasse Farbe. Ich habe mir da halt gedacht, ich benutze mal was anderes als immer nur das Peachy Mauve. Hast du nicht gesehen? Aber... Ich weiß, ich wiederhole mich, and I sound like a broken record. Aber können wir einmal die Größenunterschiede kurz festhalten? Das ist der Fenty Cream Bronzer, das ist der Fenty Cream Blush. Warum ist das eine einfach 6-mal so groß wie das hier? Aber es kostet das Gleiche. Ich verstehe das bis heute nicht. Ein paar Leute hatten mir dann Kommentare geschrieben von wegen, ja, vielleicht sind die roten Pigmente einfach teurer. Das mag alles sein, aber sowohl das Packaging als auch die Menge ist so viel schlechter und so, keine Ahnung, qualitativ weniger als die Cream Bronzer, dass ich das einfach nicht verstehen kann. Und das ist halt so das Ding, wenn ich so hohe Erwartungen an ein Produkt habe und es mich dann so enttäuscht, dann enttäuscht es mich noch mehr, als wenn ich gar keine Erwartungen an ein Produkt habe. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen so, sorry Fenty, aber für die Menge und die Verpackung ist es einfach Kacke. Das Produkt an sich ist aber sehr, sehr gut, muss man leider dazu sagen. Dann habe ich ja von Fenty Beauty auch noch das Puder ausprobiert, nämlich Butter, dieses kleine. Und da muss ich einfach sagen, das hat nicht gut zu meiner Haut gepasst, weil das settet einfach zu matt. Ich mag das von Milk Makeup deutlich lieber. Es ist übrigens ein Gerücht umgegangen in meinen Kommentaren, von denen ich nicht weiß, ob es stimmt oder nicht. Ich hatte Sephora angeschrieben, die sagen, sie werden mir das noch beantworten, dass das Milk Puder angeblich aus dem Sortiment geht. Falls ihr es also noch haben möchtet, kauft es euch jetzt. Ich werde euch einen Link dazu unten lassen. Es ist auch gerade im Ausverkauf mit 21 Euro oder so anstatt 26. Ich habe mir noch einen Backup dazu auf jeden Fall geholt, denn ich liebe dieses Puder. Aber ja, back to this. Das ist einfach, also das Packaging ist schön und ich muss auch sagen, ich weiß, je nachdem wie viel man an Puder benutzt oder so, ich glaube selbst mit diesem, das ist ja ein Mini, das ist ja nicht die große Packung, kommt man ewig, ewig lange hin. Aber das war einfach viel zu matt für mich und das hat so alles Leben aus meiner Dewy Luminous Glowy Base rausgezogen und das war einfach, das ist echt schade, weil ich da vorher so Dewy Skin versuche zu produzieren und dann das Puder sein hat so wie so ein Dementor, sorgt so das komplette Leben aus dir raus. Wer allerdings ölige Haut hat, ist wahrscheinlich absolut happy mit diesem Puder. Also Lisa, falls du das haben möchtest, um das auszuprobieren, sag mir gerne Bescheid, ich schicke es dir. Ich muss mal einen Schluck trinken, meine Güte, ey, ich bin eigentlich krank und meine Stimme macht auch nicht mehr so richtig mit. Apropos hohe Erwartungen, dazu wollte ich hier auch nochmal was sagen. Ich habe dazu auf Instagram schon was gesagt. Ich war so verliebt in Love Cosmetics x Oscar Atem, The Atem Eye Eyeliner. Denn ich liebe Eyeliner, also nicht wirklich, weil ich kriege keine guten hin, aber ich liebe Eyeliner, die diese Pinselspitze hat. Also nicht so ein Feldtipp-Liner, sondern halt so eine Pinselspitze. Und der, sieht man jetzt, ist eigentlich super, super dunkel, hat diese feine Spitze in Zusammenarbeit mit Oscar Atem, den ich auch sehr gerne mag. Den habe ich zweimal getroffen, fand ihn sehr sympathisch und ich habe den so geliebt. Dann habe ich ihn 5-mal benutzt und er war ausgetrocknet. Und ich saß da so und war so, no, I wanted to love you, we were rooting for you. Und ich weiß nicht wieso. Also wenn ich ihn jetzt benutze, ich habe dann von euch den Tipp bekommen, stell ihn kopfüber quasi hin. Und das habe ich auch gemacht. Aber es ist wirklich auf der Hand, so geht das auf jeden Fall klar. Aber wenn ich ihn auf dem Auge benutze, wo halt Eyeshadow mit drauf ist, was ich ja... Ich benutze immer nur Eyeliner, wenn da Eyeshadow mit drauf ist, weil entweder bin ich ungeschminkt oder halt full glam und dann halt auch Wimpern, dies, das und so weiter.
ist es einfach so, dass ich echt sagen muss, der trocknet einfach super schnell aus. Und das macht mich so, so traurig, weil ich den so gut fand und der war so dunkel und der hat sich so toll handhaben lassen und jada, jada, jada. Und deswegen hatte ich so hohe Erwartungen und dann ist das so eingecrashed. Mir tat es so leid, weil ich weiß, wenn ich was empfehle, kaufen viele von euch das nach. Und auch, dass viele den nachgekauft haben und die mir danach halt auch geschrieben haben, hey, meiner ist auch ausgetrocknet. Also falls es bei euch auch so war, bitte schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass meins nur ein Montagprodukt war. Leider, was wirklich schade ist, weil ich es Oscar gönnen würde und Love Cosmetics natürlich auch, dieses coole Produkt so zu haben. Aber ich muss halt auch ehrlich sein und ja, es war in der Review, lief es super, war perfekt. Und nach 5 Mal benutzen wir halt leider so gut wie ausgetrocknet. Und das passiert jetzt immer wieder. Und ja, deswegen leider ein Worst of, weil ein Produkt sollte nicht nur die ersten 5 Male gut funktionieren. Weisheit mit Kathi, ein Produkt sollte nicht nur die ersten 5 Male gut funktionieren. Lieb's einfach komplett. Okay. Jetzt kommen wir zur Kategorie Lidschattenpaletten. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich alle so einen Gasp-Moment haben. Und zwar habe ich hier 2 Paletten von Natasha Denona. Und bevor ihr mich jetzt zerfleischt, es ist einmal die Trial Chrome Palette, die war ein Geschenk, dazu sage ich gleich noch was, und einmal die Circo Loco Palette. Bevor ihr mich jetzt zerfleischt, das ist für mich kein Worst-Off, weil die in der Performance schlecht sind. Es ist für mich auch kein Worst-Off, weil ich die ausprobiert habe und so sagen muss, nee, nee. Es ist ein Worst-Off, weil ich sie nie benutzt habe. Und das ist ein persönliches Worst-Off von meiner Performance dieses Jahr, wenn man so sagen möchte, dass... Wie soll ich das jetzt genau sagen? Ich immer so viel Respekt davor hatte oder dachte, ja, das muss ich irgendwann mal machen oder in einem Video oder keine Ahnung was, dass ich es einfach nie gemacht habe. Und das ist so schade, denn gerade diese Palette, also die Triochrome, wurde mir von meiner Freundin geschenkt. Und ich habe die gesehen, also als ich sie online gesehen habe, war ich zuerst, yay, dann habe ich noch mehr Fotos online gesehen und war so, dann habe ich sie geschenkt bekommen von ihr zum letzten Weihnachten übrigens. Habe reingeguckt und war so, umso länger ich mir die Farben angucke, sind die super, super spannend. Also es ist für mich einfach nur deswegen ein Worst of, weil das sind so Paletten, dadurch, dass die so teuer sind, also die kosten ja beide 130 Euro, muss man dazu sagen, ne? Traue ich mich nicht richtig daran und das ist halt, das ist so komplett bescheuert. Könnt ihr mir bitte einfach sagen, dass ihr auch komplett bescheuert seid und dass ihr sowas auch habt, dass es so Produkte gibt, die ihr nicht anfassen wollt oder nicht anfangen wollt, weil sie halt so schön sind? Macht das überhaupt Sinn? Naja, und in der Circo Loco ist mir eine kaputt gegangen, allerdings eine Farbe, die nicht so wichtig für mich war, das war so ein Bubblegum Pink, da bin ich ja eh raus. Aber auch die habe ich nicht benutzt und es ist, diese beiden Paletten kommen jetzt auf jeden Fall in meine Kiste der Schande, die ich übrigens hiermit gelobe, im Januar zu benutzen. Wann auch immer das Video dazu dann kommt, kann ich euch nicht sagen. Aber das will ich auf jeden Fall noch hinter mich bringen. Und deswegen, zu der Performance kann ich euch nichts sagen, aber das war ein Worst auf meine eigene Performance. Jetzt habe ich noch 2 Lippenprodukte, beziehungsweise 3, 2 aus der gleichen Kategorie. Und zwar von NYX Cosmetics habe ich mir die Shine Loud Lip Lacquer geholt. Und zwar einmal in der Farbe Gold Crusher und einmal in der Farbe World Shaper. Und die sind so aufgebaut, ähnlich wie die Superstay Ink Dinger von Maybelline, glaube ich, dass sie auf der einen Seite eine bestimmte Farbe haben und auf der anderen Seite noch so einen Pflegebalsam, beziehungsweise Gloss, der das sozusagen versiegeln soll. Und diese Farben sollen unglaublich langlebig sein und sollen halt auch nicht mehr, also sollen transferproof sein im Endeffekt. Und ich habe mir die im Sommer gekauft, nachdem das auch auf TikTok viral ging, habe die mal geswatcht, fand dann zum Beispiel dieses Rot, fand ich sehr, sehr schön. Und klar, ich liebe Nude-Lippen, deswegen war ich dann auch so, okay, ich hole mir noch eine Nude-Farbe dazu. Die sind auch ziemlich teuer, ich glaube 15 Euro oder 12, 15 Euro kosten die und habe mir diese beiden Farben gekauft, mit denen ich halt auch relativ viel hätte anfangen können. Aber das Problem ist, der Grund, warum die so langlebig sind, ist, dass die runtertrocknen zu einem, ich weiß nicht, Wüstenausschnitt. Sowas Trockenes habe ich auf meinen Lippen, glaube ich, seit den 90ern nicht mehr gehabt. Es ist wirklich unglaublich. Kennt ihr dieses Gefühl, dass so, wenn ihr zum Beispiel Maiswaffeln esst, dass eure Lippen so austrocknen, dass denselben Effekt haben diese Dinger und das sah natürlich auch einfach nicht schön aus. Ich habe, muss man dazu sagen, ja auch hier so Fältchen in den Lippen, das ist nun mal so, ich bin 33, ist ja auch völlig in Ordnung, aber das fällt euch jetzt zum Beispiel gar nicht so doll auf, dadurch, dass eben ein bisschen Feuchtigkeit durch mein Fenty Beauty Stunner Lip Paint gegeben ist. Das hier würde halt aussehen wie rotes Butthole, like literally. Es ist wirklich so unangenehm auch gewesen, die zu tragen, weil ich kenne mich mit trockenen Liquid Lipsticks aus. Dazu kommt übrigens auch noch Dose of Colors. Die fand ich zuerst so, so toll. Und jetzt muss ich einfach ehrlich sagen, die trocknen auch so krass aus, wenn man die ein paar Stunden trägt. Die kriegt man auch nicht runter, muss man dazu sagen. Was ja super gut ist, gerade während der Maskensaison und bla bla bla. Und wenn man damit viele Stunden aus ist, da möchte man auch nicht gerade so eine knallige rote Farbe oder so, möchte man nicht irgendwo hängen haben. Aber die trocknen so krass runter. Also für mich ist es dann lieber, da sind pflegende Ingredients mit drin, dass ich halt nochmal
ein bisschen gesünder im Gesicht aussehe als die hier. Da muss ich wirklich sagen, pass on me on that. Bleibt lieber bei dem von Fenty Beauty oder die Liquid Lipsticks von Lethal oder die Liquid Lipsticks von Luna Beauty oder meinetwegen auch die Matte Inks von Maybelline, wenn ihr eh nicht cruelty-free seid. Aber das, also das war wirklich kacke. Und last but not least ein Pinsel. Und das hat weniger etwas mit der Marke zu tun, denn ihr wisst, ich liebe Crash Cosmetics, aber mit der Form des Pinsels. Und zwar ist das aus dem ersten Set von Luvia x Crash Cosmetics mit Luisa Crashen, der E210 Prime Fan. Der ist ja super breit und den habe ich die längste Zeit dafür benutzt, hier meine Contour zu machen, teilweise auch Contour und Bronzer zu verblenden. Und das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Denn damit macht man wirklich sich so einen typischen Balken dahin. Das ist halt so ein typischer Make-up-Fehler, den man am Anfang macht. Ich fand es sehr praktisch, weil ich dadurch sozusagen ja wirklich sehr gerade konturieren konnte und dann wirklich so eine richtig Chisel-Cheek hatte. Aber es sieht halt sehr unnatürlich aus. Der Brush an sich ist super fluffig, ist super weich. Also die Performance von dem Set von Luisa bzw. alle Make-up-Pinsel, die ich von ihr habe, sind wirklich toll. Aber man muss dazu sagen, der ist einfach einer, da, wie ihr auch seht, der wird dann in der Mitte irgendwann auch breiter und so weiter, wenn da mehr Produkt drin ist. Und wenn man den mehrfach wäscht, dann wird der immer noch ein Stückchen breiter. Und das hat einfach dazu geführt, dass meine Kontur zu balkenhaft und zu breit geworden ist. Und das war dann am Ende einfach nicht schön. Also, no offense an dieser Stelle, aber diese Art von Fanbrushes, ich glaube, die sind ein bisschen outdated, ehrlich gesagt. Damit wären wir dann auch, glaube ich, durch bei meinen Worst-of-Produkten. Nein, ich habe ja noch zwei Sachen. Oh mein Gott. Und zwar, richtig random, aber ich habe hier einmal ein Rasiergel. Und zwar das Isana Lovely Dreams mit floralem Duft und Mandelöl. Das gibt es aktuell bei Rossmann. Ich benutze ja Rasiergel, nicht Rasierschaum, weil das für mich besser funktioniert. Dadurch habe ich weniger Rasurbrand. Man kann auch ein Rasieröl benutzen, wenn man das möchte. Yada, yada, yada. Aber warum ich das schlecht finde, die Performance ist toll, aber das stinkt. Und ich sage das wirklich selten, außer zu dem Chili Pepper Gelato Duftkerzen-Ding gerade. Sorry. Aber das ist so aufdringlich süß. Es ist so unangenehm, mich damit zu rasieren. Und ich meine, Rasiergel ist ja nur zum Aufschäumen, dann rasierst du es runter, wäschst danach nochmal über die Beine und fertig. Aber ich finde es so unangenehm, dass ich mir mittlerweile, also viel zu aufdringlich, dass ich mir mittlerweile ein anderes Rasiergel gekauft habe, weil ich das nicht mehr benutzen will. Und das heißt schon echt einiges. Also das hier hat so einen krassen Kopfschmerzeffekt bei mir. Ich finde, ja, ganz fürchterlich. Cannot recommend. Und das nächste ist von einer Marke, die ich eigentlich sehr gerne mag, und zwar Sol de Janeiro. Da habe ich mir ja das Dry Shampoo gekauft und das habe ich zweimal benutzt, genau zweimal, und dann nie wieder. Denn erstens, es weißelt unglaublich in den Haaren, was echt schade ist, weil mein 4 Euro von Batiste, was ich früher benutzt habe, Trockenshampoo, bessere Performance hatte als dieses für 25 Euro oder wie teuer das war. Und so sehr ich auch diesen Boom Boom Cream Geruch an sich mag, das hier ist eine Parfümbombe. Ihr riecht wirklich, also ich habe das Gefühl gehabt, dass als ich am nächsten Tag dann die Haare gewaschen habe, konnte ich das beim Rausspülen noch riechen. Also ihr riecht wirklich extrem danach, nach diesem Vanille, Macadamia, was auch immer, Duft. Ich fand das sehr, sehr unangenehm und für meine Migräne auf jeden Fall auch triggernd. Also deswegen werde ich das hier auch nicht weiter benutzen. Das geht an eine Freundin von mir, die mag solche sehr süßlichen Düfte sehr gerne. Die kann das gerne haben und aufbrauchen, weil dafür war es zu teuer, um es wegzuschmeißen. Aber girl, spare yourself the hustle, I'm telling you. Damit wäre ich ja dann aber jetzt auch wirklich fertig. Bin ich wirklich fertig? Ich glaube einfach nur fertig mit den Nerven. Aber ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der Produkte ihr vielleicht selber ausprobiert habt, mit welchen Produkten ihr d'accord geht bei mir oder bei welchen Produkten ihr sagt, boah, Kathi, spinnst du, das ist mein Lieblingsprodukt. Wie auch immer. Ich bin sehr gespannt zu hören, bei welchen Produkten ihr zustimmen könnt, bei welchen anderen ihr sagt, nee, also das hat für mich echt gut funktioniert, weiß nicht, was du da für Probleme hattest, muss an dir liegen oder wie auch immer. Oder wenn ihr Tipps und Tricks habt, wie man die noch zum Funktionieren bringen könnte für die Leute, die es noch zu Hause haben. Ich werde jetzt, wie gesagt, den Großteil davon entsorgen, weil außer halt natürlich die Natasha Denona Paletten, die werde ich nicht entsorgen, obviously, weil ich sie noch ausprobieren möchte. Aber lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr von dem Video gehalten habt. Wenn ihr möchtet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder den Daumen ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst auch gerne noch ein Abo da. Könnt auch gerne auf alle Benachrichtigungen einstellen. Dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, Produkte werden bis nach Meppen geroastet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!